Für die vereinfachte Technik setzen wir uns auch das Schaf so hin, dass wir zunächst den Bauch scheren. Wir halten die Klaue neben den Kopf, öffnen die Knie, nehmen das Schaf zwischen die Knie, strecken unsere Beine, kriegen dadurch Druck auf das Schaf und klemmen nur den Vorderfuß eben kurz hier oben ein, sodass der Knochen vorne bleibt. Wir scheren den Bauch von oben runter. Alle Züge beginnen ganz oben an der Brust. Ich demonstriere das jetzt auch, wenn dort oben keine Wolle ist. Dann legen wir die Bauchwolle an die Seite, gehen einen Schritt mit rechts nach vorne, dass wir besser zwischen die Hinterbeine kommen. Wir scheren auf dem Knie hoch, greifen um und auf der Innenseite mit dem unteren Zahn auf der Haut einmal durch die Beine, hier wieder hoch und nochmal vom Knie aus wieder hoch. Bauch und zwischen den Beinen. Dann drehen wir die Hinterfüße zur Maschine, sodass das Schaf uns diese Seite präsentiert. Den Kopf stecken wir gleich zwischen die Beine, aber damit wir diese Wolle, die wir dann zwischen den Beinen sitzen haben, vorher abgeschoren bekommen, gehen wir in die gleiche Position wie bei der neuseeländischen Technik. Wir gehen mit dem linken Fuß dran vorbei, stellen unser linkes Bein vor das Schaf, damit wir das Schaf gegen das linke Bein lehnen können. Dann geht das Schaf automatisch mit dem Kopf nach vorne und präsentiert uns die rechte Halsseite. Und diese Halsseite scheren wir von der Brust aus hoch auf das Ohr zu und kommen dann unterm Kinn raus. Wir drehen das Handstück, kommen unterm Kinn raus, halten den Kopf hier oben und scheren nur noch diese Halsseite. Und zwar den oberen Bereich, den wir gleich zwischen die Beine stecken. Mehr brauchen wir auf der Seite nicht scheren. Wir scheren auch hier von Ohr zu Ohr und scheren so weit in den Nacken, wie wir kommen. So weit. Und das reicht. Jetzt haben wir die Partie abgeschoren, die wir jetzt zwischen die Beine stecken. Wir gehen wieder zurück mit dem linken Bein, lassen das Schaf in dieser nach vorne gebeugten Position sitzen. Die gibt uns automatisch den Kopf zwischen die Beine und präsentiert uns die gesamte erste Seite. Wir machen hier oben am Hals weiter mit unseren Zügen von rechts nach links. Wir scheren auch die Schulter von rechts nach links und wir scheren nur die Seite. Wir brauchen nicht weiter zum Rücken scheren, sondern nur diese Seite. Wir spannen die Haut mit der linken Hand, scheren hier einmal drunter her und machen das Bein ganz sauber. Und dann beginnen wir die Züge schräg nach unten zu setzen. Und wie gesagt, wir scheren nur die Seite, nicht den Rücken. So scheren wir runter bis zur Keule. Wenn wir an der Keule sind, holen wir den Kopf nach vorne. Dazu greifen wir einfach auf das Bein und kicken das Schaf mit unseren Knien nach vorne. Dann nimmt die alleine den Kopf nach vorne und dann lehnen wir sie wieder zurück, genau in die gleiche Position. Aber jetzt, wenn der Kopf vorne ist, haben wir es leichter, das Schaf weiter runter sacken zu lassen, um die Keule zu scheren. Wir scheren die Keule von der Klaue Richtung Rücken. Und diese Züge, die machen wir sehr weit. Die machen wir bis zum Rückgrat. Wir drücken unser rechtes Knie gegen das Schaf, damit uns das Schaf nicht wieder durch die Beine fällt. Wir gehen mit der Faust auf die linke Keule, drehen das Schaf ein bisschen rechts rum, noch weiter rechts rum, bis wir unten am Schwanz sind.
Dann scheren wir auch hier zwischen den Beinen runter und scheren am Schwanz entlang, hoch, aber nur über die Keule. Am Rückgrat entlang, hoch über die Keule, sodass wir auch hier bis hinter den Schwanz scheren. Soweit. Und jetzt gehen wir zurück in das neuseeländische System. Wir haben uns die komplizierte Drehung mit der ersten Schulter gespart, weil wir das mit der Handmaschine nicht brauchen. Mit der Handmaschine sind wir flexibel, da kommen wir sehr viel weiter als mit unserem Stangengelenk. Deswegen können wir uns das erlauben, das Schaf einfach in dieser Position halb zu scheren. Aber dann gehen wir zurück in die Position. Wir nehmen das Schaf am Kopf hoch, drehen es einmal wieder zur Maschine hin und legen es uns auf den linken Fuß. Und das ist wichtig, dass wir mit dem linken Fuß wirklich unter dem Schaf sind und das Schaf auf unserem linken Fuß liegt, so wie hier. Wir kontrollieren das untere Vorderbein, dass das Schaf das nicht rausbekommt. Und jetzt haben wir sie wieder in der Position, wie wir die langen Züge am Rücken scheren. Wir sehen also hier, die Züge an der Seite waren vollkommen weit genug. Wir scheren jetzt parallel zum Rückgrat. Der Kopf kann unten bleiben, bis wir am Rückgrat sind. Dann nehmen wir das Schaf hoch und scheren bis hinter das Rückgrat, so weit wie wir kommen und immer mit dem unteren Zahn auf der Haut. Wir lassen das Schaf liegen und scheren es im Liegen jetzt so weit an der Schulter runter, wie wir kommen. Wir machen den Kopf sauber, scheren am Kinn zur Schnauze und dann scheren wir von oben runter zur Brust, so weit wir können, und runter aufs Schulterblatt, so weit wie wir kommen. Bis auf das Schulterblatt. Bis hier unten hin. Dann habe ich den Hals bis zum Schulterblatt frei. Und dann nehmen wir das Schaf hoch, nehmen den Kopf wieder zwischen die Beine und steigen dabei mit unserem linken Fuß über alle Schafbeine nach hinten. Wir lassen das Schaf nach vorne gebeugt und nehmen nur das Schaf so weit hoch, dass wir den Kopf zwischen die Knie bekommen. Ein Schritt über alle Beine, Kopf zwischen die Knie, das Schaf nach vorne hängen lassen, damit die Haut gespannt ist. Wir scheren die Schulter von rechts nach links. Und die letzte Seite schräg runter. So wie auf der ersten Seite scheren wir auch hier schräg runter bis zur Keule. Wenn wir an der Keule sind, hier reingreifen, Schaf nach vorne, Schaf wieder zurück. Die nimmt in der Regel von alleine den Kopf nach vorne. Und dann ist es nur noch die letzte Keule. Um die Wolle im Bereich dieser Weiche zu scheren, drücken wir unten auf der Keule die Wolle aus der Weiche raus. Wenn wir dann hier sind, lassen wir los und so haben wir diese Ecke sauber geschoren. Wir gehen mit der linken Hand wieder zur Keule, drücken die Faust auf den Muskel und gegen das Knie. So spannen wir die Haut und strecken das Bein. Auch hier wieder, der untere Vorderfuß sollte unter Kontrolle bleiben. Wenn das Schaf den unteren Vorderfuß rausbekommt und mit dem unteren Vorderfuß aufstehen kann, auf den Boden kommt, dann steht sie in der Regel auch sofort auf. So können wir die letzte Seite zu Ende scheren. Wenn das Schaf nochmal zum Liegen kommt, ganz besonders auf den unteren Vorderfuß achten. Solange wir den fixiert haben mit unserem linken Fuß, können wir auch hier nochmal weiter scheren. Wenn wir hier nicht die ganze Wolle wegbekommen haben, können wir hier auch noch mal bis hinter den Schwanz scheren. Okay, und so leicht steht das Schaf auf, wenn ich das untere Vorderbein freilasse. Das war das untere Vorderbein, mit dem steht sie dann sofort auf.